Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 240 mit dem Titel Keine Zeit, wie dieser eine Faktor dein ganzes Business blockiert und 5 Schritte, wie du das änderst. Das Thema keine Zeit oder die Zeit generell beschäftigt wahrscheinlich nicht nur mich immer wieder, sondern alle, die damit kämpfen, dass irgendwie mehr Arbeit da ist als Zeit zur Verfügung, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Und ich stoße einerseits bei mir selber immer wieder auf Grenzen diesbezüglich und andererseits sehe ich es aber auch immer wieder bei Klienten, bei Kunden, wie dieser Faktor nicht nur nervig sein kann, sondern das ganze Business grundlegend blockiert. Und daher habe ich mir gedacht, es ist Zeit, wieder mal eine Folge dazu zu machen. Weil ich weiß, dass viele von euch Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Schwelle stehen und vielleicht nicht wissen, wie sie darüber hinwegkommen. Was ich mitgebracht habe, ist nicht nur eine Erkenntnis oder ein Beispiel aus dem kürzlichen Kundenfall, sondern vor allem eine praktische, nennen wir es mal 5-Schritte-Strategie, wie du für dich diesen Knoten löst, wie du, wenn du meinst, du hast keine Zeit, da, ich sag mal, nicht herauskommst, schrittweise herauskommst und dir zumindest Erleichterung verschaffst. Bleib also dran, schau auch vorbei, mal auf der www.romankmenter.com/podcast oder einfach auf meiner www.romankmenter.com und hol dir alles Mögliche an zusätzlichen Ressourcen, weiterführenden Links, Downloads etc. etc. Zahlt sich aus, vorbeizuschauen. Vor kurzem hat mich ein potenzieller Kundeninteressent kontaktiert, hat mir relativ umfangreich seine Problematik schon im ersten Mail geschildert. Er ist ein Dienstleister in der Autobranche und im hochwertigen Bereich, auch im hochpreisigen Bereich, was immer eine ganz spannende Sache und Kombination ist. Und wir sind dann so verblieben, dass wir uns telefonisch hören. Ich glaube, wir haben dann ein Zoom-Gespräch gemacht und er hat mir folgende Situation geschildert. Er legt die Latte bei seiner Dienstleistung sehr, sehr hochqualitativ, ist sehr anspruchsvoll, auch im Sinne seiner Kunden. Und die Dienstleistung würde ich durchaus als sehr hochpreisig bezeichnen, also ein sehr nischiger Markt auch. Arbeitet viel, arbeitet quasi fast rund um die Uhr. Seine Freundin hilft ihm noch mit, aber es reicht trotzdem nicht, um auf einen vernünftigen Umsatz, auf ein vernünftiges Einkommen zu kommen. Und ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich das immer mache, wenn ich mir so etwas anhöre, dass ich nebenbei schon zu denken beginne, okay, wo ist denn der Hebel, wo könnte ich diesem potenziellen Kunden helfen, wo könnte man hier ansetzen, was ist quasi zu tun. Und habe dann aber gleich gesehen, alles, was mir da auf die Schnelle einfällt, und zwar egal was, hat damit zu tun, dass es dafür auch zumindest ein gewisses Mindestmaß an Zeit braucht. Ganz egal, ob man jetzt sagt, man will mehr Traffic schaffen über Suchmaschinenoptimierung, Blog schreiben, Podcasten, Buch schreiben, selbst Facebook-Werbung schalten, all das kostet Zeit, teilweise sogar sehr, sehr viel Zeit. Das ist die Währung, in der man dafür bezahlt. Und wenn dieser potenzielle Kunde eines nicht hatte, ein paar andere Sachen vielleicht auch, aber eines nicht hatte, dann war es Zeit. Das heißt, es war irgendwie eine Pattsituation, die mich dazu gebracht hat, mal darüber nachzudenken, wie kann ich denn so jemandem helfen? Weil ich mir gleichzeitig ganz sicher war, dass viele von euch, vor allem im kleinen Dienstleisterbereich, One-Man, One-Woman-Show, vor genau derselben Situation stehen. Daher gibt es in dem heutigen Podcast auch 5 Schritte, sehr, sehr konkrete Schritte, um aus dieser Situation rauszukommen, aus diesem Hamsterrad deiner eigenen Zeit, in dem du gefangen bist. Schritte, die du gleich beginnen kannst umzusetzen,
die recht praktikabel sind und die ich auch all meinen Klienten immer wieder empfehle. Und als eifriger Hörer meines Podcasts wird dir das eine oder andere vielleicht bekannt vorkommen. Allerdings könntest du dich dann fragen, habe ich schon umgesetzt? Weil was ich schon noch merke, ist, dass viele meine Podcasts zwar hören, Bücher lesen, Blogs lesen und natürlich, wie wir alle, geht mir ja auch so, nicht alles umsetzen. Daher ist es immer wieder ganz gut, gewisse Themen schwerpunktmäßig quasi aus diversen Perspektiven zu wiederholen. Also, wie kommst du raus aus dieser Zeitfalle? Nennen wir es mal so, aus diesem Zeithamsterrad. Zeithamsterrad heißt einfach, du läufst und läufst und läufst, hast viel zu tun, arbeitest sehr viel rund um die Uhr, hast auch ausreichend Aufträge, möglicherweise, das muss nicht so sein, aber am Ende des Tages siehst du, es bleibt irgendwie zu wenig über und du hast keine Zeit, um das zu ändern. Wenn du in der Situation bist, dann gibt es eine ganz wesentliche Aufgabe, die Hauptaufgabe schlechthin, neben dem operativen Geschäft eine Dienstleistung zu machen, und zwar dir zusätzliche Zeitressourcen zu schaffen. Und dafür gibt es einen wesentlichen Weg, nämlich dir Menschen zu suchen, die dir etwas abnehmen. Jetzt höre ich natürlich gleich an dieser Stelle immer wieder das Argument, na Moment mal, aber ich verdiene ja nicht so gut, ich kann mir keine Mitarbeiter oder dergleichen leisten. Ich möchte dich ein bisschen vertrösten, darauf komme ich gleich noch zurück. Also, wie sehen diese 5 Schritte aus, um aus diesem Zeithamsterrad rauszukommen? Schritt 1, zweig dir 30 Minuten pro Tag ab. Ich weiß, jetzt könntest du an der Stelle sogar sagen, Moment mal, die habe ich ja nicht, genau das will ich ja. Deswegen habe ich diese Forderung möglichst niedrig angesetzt. 30 Minuten pro Tag. 30 Minuten pro Tag muss möglich sein. Verzichte auf irgendetwas anderes. Lass irgendwas anderes weg, aber es muss möglich sein. Wenn du es nicht schaffst, dann könntest du dich hinterfragen, ob dir dein Business wichtig genug ist, weil es kann nicht sein, dass 30 Minuten am Tag für eine gewisse Zeit zumindest nicht abzweigbar wären. Diese 30 Minuten am Tag summieren sich zu ca. 2,5 Stunden pro Woche, wenn ich jetzt mal Arbeitstage rechne. Also Schritt 1, 30 Minuten abzweigen. Schritt 2, in diesen 2,5 Stunden mach dir eine Liste mit Tätigkeiten, die leicht auslagerbar wären. Das solltest du in einer Woche in 2,5 Stunden insgesamt gut schaffen. Was meine ich mit leicht? Leicht hat 2 Aspekte. Das eine ist einfach, also Tätigkeiten, die weniger klärungsbedürftig sind, die du mit wenig Aufwand jemanden anderen geben kannst. Wer der andere ist, da kommen wir noch drauf. Und der zweite Aspekt von leicht ist auch günstig. Bedeutet, nicht die Tätigkeiten, mit denen du am meisten Geld verdienst, wo du den meisten Wert schaffst, auszulagern, sondern die relativ günstig vom Markt zukaufbar wären. Ich sag mal, mein Büro reinigen wäre relativ günstig und leicht auslagerbar, einfach. Vorträge halten wäre weder leicht auslagerbar, noch wäre es günstig auslagerbar, weil das ist wahrscheinlich das, womit ich pro Stunde fast am allermeisten oder am allermeisten Geld verdiene. Und darüber hinaus würden meine Kunden das wahrscheinlich nicht akzeptieren, dass ich jemand anderen statt mir auf die Bühne schicke, das mal ganz nebenbei. Also etwas, was leicht auslagerbar ist. Irgendwas zu reinigen, was abzulegen, gewisse Dinge zu posten vielleicht, zu gestalten. Also es gibt in jedem Job, in jeder Tätigkeit gibt es etwas, was relativ leicht auslagerbar ist. Da mach dir eine Liste davon und schätze vielleicht auch ein bisschen ab, wie viel deiner Zeit konsumiert, das heißt, wie viel Zeit brauchst du dafür, ist vielleicht noch ein dritter Aspekt, es sollte natürlich auch etwas sein, was bis zu einem gewissen Maß ein Zeitfresser ist, also was dich tatsächlich auch Zeit kostet. Das war Schritt 2, also Liste mit Tätigkeiten machen. Schritt 3, im Schritt 3 gibt es jetzt an der Stelle eine Hauptaufgabe, nämlich such dir jemanden, der diese Tätigkeiten potenziell für dich übernehmen kann. Da gibt es 2 Möglichkeiten, entweder jemanden angestellt oder ein Freelancer. Hat alles Vor- und Nachteile. Wenn es ein Freelancer ist, jemand, wie es so schön heutzutage heißt, vielleicht Virtual Assistant, egal, jemand externer, dann geht das auch. Es muss nur
jemand sein, quasi mit dem du gewillt bist, permanent zu arbeiten. Das heißt, wie mit einem Angestellten oder einer Angestellten. Ich spreche jetzt nicht davon, ein gewisses Projekt auszulagern, wie Website-Redesign. Klar gibt man das tendenziell einem Webdesigner, sondern ich meine, jemanden zu haben, der dir Woche für Woche alles Mögliche abnimmt. Also, Hauptaufgabe in diesen 2,5 Stunden jetzt nichts anderes als Mitarbeiter suchen und an Bord holen. Wie gesagt, extern oder intern ist relativ gleich. Auch finanziell kann man das so regeln, dass es relativ gleich ist, wenn man alle Lohnnebenkosten etc. mit einbezieht. An der Stelle, zuerst schon erwähnt, werden vielleicht viele denken, ja, Moment mal, so viel verdiene ich ja nicht, dass ich mir einen Mitarbeiter leisten könnte. Ich behaupte mal frech, wenn du noch nicht genug verdienst, dass du nicht glaubst, dass du dir einen Mitarbeiter leisten kannst, dann musst du dir einen Mitarbeiter leisten, weil sonst wirst du nie so viel verdienen, dir einen Mitarbeiter leisten zu können. Ich weiß, das war jetzt möglicherweise etwas gehirnverknotend. Was meine ich damit? Wenn du jemanden an Bord holst, der dir Arbeit abnimmt, dann schaffst du Zeit damit, in der du wieder mehr Geld verdienen kannst. Das heißt, ein Mitarbeiter verdient letztlich Geld für dich. Wenn er das nicht tut oder sie das nicht tut, dann wärst du die falsche Person. Du wirst niemals, never ever über eine gewisse Größenordnung hinaus wachsen können, wenn du dir nicht zusätzlich Hilfe holst. Und ich sage das deshalb so eindringlich, weil ich weiß, dass viele Selbstständige viel zu lange warten damit. Ich würde sogar empfehlen, jemanden, der sich jetzt selbstständig macht, sofort auch zu beginnen, einen Mitarbeiter zu suchen. Und nein, keine Ganztagskraft, Teilzeitkraft. Ich sage mal, fang an mit 5 Stunden. Und wenn das zu viel ist, 3 Stunden die Woche. 5 Stunden die Woche sind je nach Bezahlung, aber roundabout 250 Euro im Monat. Und dafür kriegst du 20 Stunden pro Monat mehr deiner Zeit. Wenn man die 250 Euro pro Monat wieder runterbricht, dann sprechen wir von 10 Euro pro Arbeitstag. Das ist machbar. Und wenn es eine anspruchsvolle Tätigkeit ist und es kostet etwas mehr, 300 Euro oder vielleicht 350 Euro, dann ist es immer noch erschwinglich. 10, 15 Euro pro Tag, das ist machbar. Wenn 15 Euro pro Tag nicht machbar sind, dann kann ich dir sehr wahrscheinlich ganz schnell irgendwelche Sachen sagen, wo du mehr als 15 Euro pro Tag ausgibst und die du potenziell weglassen könntest, wenn es dir wichtig ist. Das heißt, wir sprechen davon, sich quasi ein bisschen frei zu kaufen. 3-5 Stunden die Woche. Aber mal 5 Stunden die Woche, das sind dann 20 oder gut 20 Stunden pro Monat. Das ist mehr als eine halbe Arbeitswoche deiner wertvollen Zeit. Wenn du die Person hast, Schritt 4, dann nutze deine Zeit, diese 2,5 Stunden, die wir uns am Anfang herausgerissen haben, quasi dazu, diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin einzuschulen und Aufgaben zu delegieren. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann hast du 20 Stunden mehr pro Monat, um an deinem Unternehmen zu arbeiten. Das kannst du dann verwenden für strategische Tätigkeiten, für Marketing, für Verkauf, für alles Mögliche, was wertvoller ist für dein Unternehmen als das, was du ausgelagert hast an Tätigkeiten. Und quasi der positive Wachstumskreislauf hat damit begonnen. Solange du den Schritt nicht machst, dir Hilfe zu holen, dir Unterstützung zu holen, Dinge auszulagern, wird das niemals der Fall sein. Und das ist genau das, um zu dem Eingangsbeispiel zurückzukommen, was ich auch mit diesem potenziellen Klienten besprochen habe. Das ist der erste und wichtigste und wesentlichste Punkt, an dem wir arbeiten müssten und den wir hinkriegen müssen. Sonst ist alles andere sinnlos. Ich kann alle möglichen Strategien empfehlen und mir überlegen, aber wenn es keine Zeit gibt, die umzusetzen, wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, ich bin sogar sehr überzeugt, das ist bei vielen der Fall. Menschen blockieren sich selber, Selbstständige blockieren sich selber dadurch, dass sie selbst, nur selbst und ständig arbeiten. Ist nicht neu, aber immer noch brandaktuell. Und wenn ich dich dabei jetzt irgendwie ertappt haben sollte, dich vielleicht sogar getroffen haben sollte, es ein bisschen vielleicht sogar wehtut, dann freut mich das nicht, weil ich jetzt zynisch, schadenfroh oder sonst was werde, sondern weil ich weiß, dann habe ich am richtigen Punkt gebohrt. Das ist nämlich der Punkt, wo Veränderung stattfindet. Denk darüber nach, falls es dich betrifft. Wenn nicht, freu dich, wenn du schon 1, 2, 3, 4, 5, wie auch immer, Mitarbeiter hast und beginne
damit. Fünf-Stufen-Prozess. Erstens, reiß dir 30 Minuten pro Tag raus, mach eine Liste mit Tätigkeiten, die leicht auslagerbar wären. Such dir einen Mitarbeiter und hol ihn an Bord. 3, 4, 5 Stunden die Woche zum Beginn reicht. Schule Mitarbeiter, Mitarbeiterin ein und delegiere die Aufgaben und nutze die zusätzlichen, sagen wir mal, 20 Stunden Zeit pro Monat, um an deinem Unternehmen zu arbeiten und es weiterzuentwickeln und aufzubauen. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg damit. Wenn heute wieder ein Impuls für dich dabei war, dann freut mich das sehr. Und noch mehr freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.